Und da wären wir. Im Haushalt! Der Woka. Die Woka-WG, sozusagen. Und es ist nachts. Ja. Das letzte Mal war ja noch Tag, als wir begonnen haben. Aber ich habe ein bisschen was verändert und deshalb haben wir jetzt inzwischen nachts. Aber man hat ja gerade die Vorgeschichte gesehen und deshalb ist ja logisch. Denn jetzt haben wir nicht zwei Personen hier, sondern drei. Ich glaube, ich habe die Herrschaft noch gar nicht richtig vorgestellt. Also ich habe sie schon vorgestellt, aber noch gar nicht so hier. Das hier hatten wir gar nicht. Und ich denke mal, jetzt für die erste richtige Folge. Das letzte Mal war ja eigentlich nur so die Einführung. Und jetzt geht's richtig los mit Haus und allem drum und dran. Und ein paar Fähigkeiten, die sie schon gewonnen haben. Ja, denn ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen gespielt. Ein bisschen was geübt. Fangen wir mal an mit der guten, hier noch schlafenden, unsichtbaren. Einfach cool aussehenden Clara Valenti. Sie ist eine junge Erwachsene von Sternzeichen Fische. Sie mag Latin, Chili con Carne und Rot. Sie ist eine richtige spanische Dame. Sie hat Star-Qualitäten. Sie ist diszipliniert. Sie ist unwiderstehlich. Sie ist eine Virtuosin und Avantgarde. Also sie ist so künstlerisch und alles. Sie ist also sehr. Dann haben wir hier den Wuschelkopf. Bruno Santos. Er ist ebenfalls ein junger Erwachsener. Er mag die Strandparty-Musik, klebrige Carbonara und Türkis, also Aquamarin. Er ist ein Virtuose, charismatisch, athletisch, ein geborener Darsteller und ein Angler. Also er liebt auch das Meer, die See. Okay. Und dann haben wir noch eine neue, nämlich Blake Belladonna. Ja, der Name sagt vielleicht den einen oder anderen was, den einen oder anderen aber auch nicht. Darum, ich lasse auch im Raum stehen, wer das ist hier, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Wie eine, also so ein bisschen wie Schneewittchen, ne? Naja. Haut so weich, was? Lippen. Rot. Haare so schwarz wie Ebenholz. Das ist interessant. Okay. Sie ist eine Vegetarierin. Sie ist eine Draufgängerin. Sie ist eine Virtuosin. Charismatisch und eine geborene Darstellerin. Ebenfalls. Sie ist weiblich und Wassermann steht das eigentlich immer dabei. Das steht nur bei ihr dabei. Das ist weiblich Wassermann. Oder hat das zu tun mit dem Wassermann? Ach so. Interessant. Junge Erwachsene, sie mag Geekwalk, ja, China-Pfanne und Schwarz. Und ich wollte sowieso mal eine Vegetarin nachstellen und sie passt da am besten zu. Sie möchte Stimmlegende werden. Oder eine Sängerin werden. Und ja, wir haben ja noch keine Sachen, aber sie kennt die gute Clara schon ein bisschen, den Bruno auch gar nicht. Na gut, die Clara ist eigentlich gute Befreundin gewesen, aber das hat sich wieder ein bisschen abgestumpft. So, was haben wir jetzt? Sie hat Fähigkeiten Schlagzeugerin. Ja, sie war ja in der Band, haben wir ja erfahren. Schlagzeugerin und ein bisschen Gitarre. Aber ist auch schon ein bisschen länger her. Sie charismatisch Mann und sonst eigentlich alles normal. Der Bruno. Natürlich hier von Klavier und Gitarre auf Level 4. Wir hatten noch so ein Foto vom Jahrmarkt. Sie waren so auf dem Jahrmarkt. Und die gute Clara, der hat die Fähigkeit Klavier auf Level 4, Kochen Level 2 und Gitarre ebenfalls auf Level 4. Also alle sehr künstlerisch. Da hat sie noch so ein bisschen künstlerische Sachen. Hier Skizzenblock, Straßenkonzert und ein Rucksack. Ja. Das sind die drei Herrschaften, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich bin sehr gespannt, denn wie man schon erfahren hat, die gute Blake, naja, wird noch sehr interessant werden.
Aber nun erstmal schlafen wir. Ich hab die Wohnung noch ein bisschen umgeräumt. Also jetzt stehen hier zum Beispiel zwei Gitarren. Hier das Keyboard. Ich habe es ein bisschen größer gemacht, kann das sein? Ja, ich habe es ein bisschen größer gemacht hier. Habe das Bad nachhin ausgebaut. Hier habe ich ein bisschen ausgebaut. Jetzt steht hier ein Schlagzeug für sie. Und ansonsten, ja. Das würde ich auch nochmal umstellen. Vielleicht machen wir nochmal so eine kleine Garagenband hier hin, so, dass wir, wenn wir genug, wir haben genug Geld, aber später machen wir da vielleicht nochmal eine kleine Band. Auf jeden Fall müssen wir, jetzt haben wir schon Mittwoch, wir haben schon Mittwoch und wir müssen unbedingt für einige Jobs finden. Also, müssen nicht, wir haben genug Geld. Aber das Geld kommt übrigens daher, dass da die gute Blake dazu kam und noch ein bisschen Geld mitbrachte. Und halt echt, wenn wir schon mal dabei sind, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal so einen Clubraum bauen. Also nein, ich wollte das haben. Pass mal auf. Pass mal auf. Obwohl, warte, was? Wisst ihr was? Das sieht doch scheiße aus. Wir nehmen einfach das hier. Wir schon dabei sind und kopieren das einfach mal. Aha. Ja. Die Musik ist ein bisschen laut, aber ja, der Ton ein bisschen laut. Sollte auch die Garagentür, wollte ich gerade sagen. Na komm. Soll schon gleich aussehen. So. Mülleimer stellen wir denn hier draußen hin. Briefkasten steht hier vorne. Alles klar. So, hier machen wir noch irgendwas Schönes. Keine Ahnung, so eine Sitzecke oder sowas, wo man schön sich entspannen kann. Ansonsten. Genau, dann machen wir hier schon mal den hier. Den Innenraum machen wir natürlich. Was machen wir im Innenraum? Dann machen wir natürlich Tapete. Na, Tapete. Ich weiß, hier geht gleich hier wieder los mit der Renovierung, aber das gehört einfach dazu. Die ersten Folgen sowieso. Und weil wir gerade momentan so viel Geld haben, ich will jetzt nicht das ganze Geld ausgeben, um Gottes Willen. Ich weiß, ob man das mal brauchen kann. Aber möchte wenigstens ein bisschen. Na, guck mal, Clubraum, ich habe eine Idee. Das wird richtig, das sieht hier mal cool aus. Ja! So richtige Band, Raum. Und dann machen wir noch den Boden, dann machen wir schon ein Parkettholz. Nein. Oder doch, nee. Mohrenboden. Würde sogar gehen. Soll ein bisschen gar nach Garage auch aussehen. Wenn wir schon mal Garage sind, wisst ihr was? Da tun wir einfach mal. Warte. Haha. Oder haha, ich auch. Was denn besser? Glaube, so mit Glas ist noch schöner, weil man dann so ein bisschen. Das sieht cool aus. So. Würde ja sagen. Der Bandraum entsteht langsam, aber sicher.
Naja. Vielleicht auch ein bisschen groß geraten, aber pff, was soll's. Ich würde fast sagen, mach mal anders. Oh Gott, die Steuerung ist wieder ein Traum. Aber ist ja klar am Fluss. Das ist meistens so. Man geht aber die Tür jetzt weg da. Geht nie weg. Machen wir mal das weg hier. Schlagzeug gehört aber da hinten hin, oder in der Mitte. Das Keyboard gehört denn hier hin? Da kann man die Gitarren hinhauen. Weil die haben wir in der Ecke hier so hin. Der Schlagzeug kommt dahin. Die Gitarren kommen dahin. Und dann machen wir eine schöne Bandtür. Ich muss mich gerade noch konzentrieren, ja, damit das auch alles irgendwie. Ja, schön wird's nicht, aber. Na, machen wir so eine Holztür. Wir haben so viel Geld, wir können das so ein Bücherregal machen. Aber ich finde, wir müssen. Album. Das ist irgendwie, ich find's geil. Ich mach's, glaube ich. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. So. Nee, krieg ich bestimmt jetzt hier nicht, wa? Doch, es geht. Garagen über Garagen, aber ich finde es nicht schlecht. Da haben wir so eine Glasdings halt, wo wir. Und hier machen wir halt so, sagen wir schnell. Ja, so. Passt auch zur Gegend hier. Wunderbar. Kann man ein bisschen einfärben. So. Geh mal weg hier. Geh mal weg hier. Ich will das nicht haben. Ich habe keinen. Also, ich habe schon Geld genug, aber. Lassen wir schon weich. Weich, genau, weich. Natürlich brauchst du noch ein paar Fenster oder Fenster, gut. Boah, das will ich gern. Nein, ich will es irgendwie fehlen. Aber vielleicht ein bisschen zu groß, wa? Na, sowas gibt's ja kennlich. Okay. Machen wir so eine Riesenfenster? Nee. Ist schwierig, schwieriger als man dachte.